Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiern wir in der Kirche das Fest Kreuzerhöhung, eigentlich den Tag, an dem das Kreuz Jesu wiedergefunden wurde. Und die Texte im Alten Testamentbuch Numeri, im Philipperbrief und im Johannesbrief, sie gebrauchen alle dieses Wort Erhöhung. Und der Philipperbrief schreibt, Jesus Christus hat sich so sehr erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Deswegen hat Gott ihn erhöht. Jesus sagt im Evangelium, der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und wenn Jesus von seiner Erhöhung spricht, im Johannesevangelium, dann meint er das Kreuz. Sehen wir im Kreuz wirklich, dass Jesus erhöht worden ist? In diesem grausamen, schrecklichen Tod wurde Jesus erhöht. Und er hat alle Schuld, alle Lasten auf sich getragen. Die Heilige Schrift sagt sogar, Jesus selbst ist zum Fluch geworden. Er ist vor den Toren von Jerusalem, vor den Mauern Jerusalems, als ein Unreiner gekreuzigt worden. Er sollte ein Abschreckungsbeispiel sein für viele, die gegen den Kaiser rebellieren. Aber für die Gläubigen damals war es auch ein Zeichen, dass er von Gott verworfen war. Liebe Brüder und Schwestern, wie gehen wir mit dem Kreuz um? Wie gehen wir mit Jesu Leiden um? Wie gehen wir mit unseren eigenen Kreuzen um? Verbinden wir unser Kreuz mit dem Kreuz Jesu oder sind wir einfach nur verbittert und klagen? Lass uns mit Maria um die Gnade bitten, dass auch wir bei dem Kreuz Jesu stehen bleiben können und unsere Kreuze mit Jesu Kreuz verbinden können. Dann wird auch unser Leben erhöht werden und wir werden erfahren, dass nichts und niemand, auch kein Kreuz, uns von Jesus Christus trennen kann. Im Gegenteil, dass wir durch das Kreuz mit ihm verbunden bleiben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.